So, ja, herzlich willkommen zurück bei F1 2011. Wir mussten das Rennen jetzt nochmal neu starten, da Codemasters wieder super Bugs reingebaut hat. Und so, jetzt bin ich mal gespannt. Kann man noch die. Nee, schade, kann man nicht mehr ändern. Rennstrategie. Na, wir bleiben erstmal dabei. Und ich bin ja nicht alleine hier. Der Arno und der Rio sind jetzt dabei. Habe ich total vergessen. Hallo. Hallo. Ja, nein, auf Leon warten wir jetzt nicht für die Leute in den Chat. Leon ist nicht da, er ist der Failer hier. Und deswegen ist er nicht da. Wie schon gesagt, er hat ein Geschäft zu erledigen. Ein großes. Naja. Ja, Leon hätte jetzt gesagt, hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Alter Schwede, was hier für eine Stimmung schon wieder ist. Utsch. Das ist so ungefähr Ach, Leon ist Kinder machen. ähnlich. Auch mal eine gute Theorie. Mit wem? Mit deinem Hund Bruno. Achso. Oh Gott. Der ist zu geil. Ist so, ich hoffe auf jeden Fall, der zweite Start wird schon mal ein bisschen besser als der erste. So, ich nehme jetzt einfach mal hier gleich eine andere Linie. So. Wechsel mal rüber. Ach, ihr seht das ja eh so alles ein bisschen später, ne? Wahrscheinlich, ja. Also. Also, ich bin jetzt schon in der zweiten Kurve. Also. Du bist bei mir noch auf der Startgeraden gewesen. Jetzt gehst du gerade am Hamilton vorbei, bei mir Genau zumindest. das, genau das sehe ich auch gerade. Das sehe ich auch gerade, ja. Jetzt zieht er wieder vorbei. Uff. Gut, das war mal wieder knapp. Eieiei. Das Rennen läuft gleich schon mal besser. Kommt jetzt auch Regen? Das ist jetzt die Frage. Aber 20% ist mal die Frage, ne? Ob es denn überhaupt nass genug wird für Regen. Du kannst natürlich auch eiskalt probieren und einfach beim Boxenstopp schon auf Intermediates wechseln. Und dann einfach versuchen, die letzten Runden nur mit Intermediates zu fahren. Wobei, da, ich hasse dich. Was hier so im Chat drin steht, das ist sehr interessant. Pringles. Auf jeden, ey. Jetzt hätte ich aber richtig Lust auf Chips. Ich habe mich für welche organisiert. Arsch. Ja. Ich trinke dafür mein Wasser und fühle mich viel gesünder als du. Ich trinke auch nur Wasser. Damit kannst du mich leider nicht toppen. Tut mir leid. Ich habe gar Jetzt hat er auch nichts. Lust auf Chips. Ja, siehst du. Ich muss hier hart arbeiten, damit ihr euren Spaß habt. Ich hab vorhin mal kurz reingeschrieben: Chips, Balitzki TV und Wasser. Besser kann der Abend nicht laufen. Ich habe gar keinen Fernsehsender. Aber es wäre, glaube ich, schon interessant, wenn ich meinen Monitor den ganzen Tag über Livestream laufen lassen würde. Ich glaube, da wären so einige interessante Dinge mal zu sehen. Für deinen Abonnenten. Ja. Oh Gott, ob ich das sehen möchte. Weiß ich nicht. Was liegt ja denn in deiner Entscheidung? Du kannst ja die Truman Show denn einschalten. Ach so. Twitch TV. Porn, ja, siehst du, wie deine Zuschauer dich einschätzen, die denken, dass du rund um die Uhr, auch wenn du nicht am Rechner bist, Pornos am Laufen hast. Kriegst du das da? Achso, Pornos Ich da. könnte jetzt, ich könnte jetzt was sagen, ne, aber ich lasse es lieber sein. Was möchtest du schon mehr sagen? Er macht es tatsächlich. Oh Gott, ich höre mich im Livestream selber komisch an. Ich habe den Livestream ausgestellt, also den Ton ausgestellt. Habe ich jetzt gerade auch wieder gemacht. Ich war nur mal neugierig, wie ich mich dann anhöre. Ja, wir sind drei Leute und niemand sagt was. So muss das sein. Wir lassen die Bilder vor uns sprechen. Schweigen. Ach so. Oh, da nimmt der Walecki eine enge Rechtskurve. Da vorne geht's auch aus. Weißt du, das Gute ist ja, wir sehen ja das verzögert, Ja, und aber in meinem Livestream bin ich schon total, in meinen Live-Aufnahmen bin ich schon total woanders. Genau.
Aber alle Zuschauer, die jetzt gerade zugucken, die sehen das genauso wie wir. Das heißt, wenn wir das jetzt kommentieren würden, dann würden die das genau an der Stelle sehen. Das ist doch Wahnsinn. Hört ihr die Bilder? Ja, ich höre Bilder. Oh, oh, oh. Das letzte Wort ist noch nicht besprochen, Weber. Das letzte Wort ist noch nicht besprochen. Ach, das ist Weber. Okay. Hätte ich gerade überholt im Livestream. Ja, da kommt auch noch der Hamilton. Du bleibst hinter mir, Hamilton. Dich mag ich nicht. Außerdem nehme ich nächstes Jahr dein Auto ein. Deswegen musst du automatisch hinter mir fahren. Tust du das? Wenn ich die Wahl zwischen Williams und McLaren habe, für welches Team werde ich mich wohl entscheiden? HRT. Geht zu einem Team, wo es nicht mal Cares gibt. Ja, dann bist du mal ein bisschen gefordert, mein Lieber. Aber ich habe irgendwie heute im Video gesehen, dass HRT Cares hatte. Ach, das war wahrscheinlich beim Online-Rennen, weil die alle auf demselben Level eingestellt worden sind. Deswegen ja, auf gleichrangig, dann ist klar. Ich hatte mich nämlich gewundert, warum heute ich ein Video gesehen habe auf YouTube und da hatte HRT Cares, genau. Bin gerade nicht auf das Wort gekommen. Oh, ich habe DRS. Hä? Oh, okay. Ich wundere mich. Hä? Hä? Weber? Hä? Uah, voilà, wie ziehst du... Oh, alter Schwede. Arne, stöhne uns mal was vor. Warne mich davor, bitte, damit ich Skype auf lautlos stelle. Also, wer mich... Wer das möchte, der muss mich schon in Skype enden. Also ganz ehrlich, das mache ich jetzt nicht hier in Marlies auf. Da macht Marli mich fertig heute Nacht. Kommt da rüber zu mir. Ja, der ist im Moment über dir auch gerade. Heute Nacht? ETF? Ja. Willst du das etwa für morgen? Willst du das erst morgen machen oder was? Morgen ist gerade eins. Da hast du keine Zeit. Nee, ich darf ja keine bösen Sachen im Livestream sagen. Das hört ja die ganze Welt mit. Ich fühle mich gerade deplatziert. Irgendwas steht ja gerade mit Leon Stimme, das habe ich so im Augenwinkel gerade gesehen im Chat. Leon stimmt doch immer. Ja. Leon ist Darth Vader. Oh ja. So, jetzt habe ich wieder KS! Ne, DRS und. Ne, DRS plus. So und. Jetzt hat er wieder KS. Ich verwechsel mit KS und DRS. Da fragt jemand, wie heißt du auf Skype? Arne. Tja, das. Ich werde das ja jetzt nicht reinschreiben. Der Lustmolch 2008. Was? Arne. Arne heißt der Lustmolch 2008. Warte mal, ich weiß, wie ich heiße. Moment. Schon so lange her. Also, Terminator 2546. Gott. Das ist ja nicht mal, dass jemand anderes ist. Schöne Grüße. Gut, dass das bloß nachher wahrscheinlich 1500 Leute sehen werden. Ist nicht so schlimm. Warte mal. Oh, das ist ja echt böse. Warum? Da hat dich jemand ganz doll lieb, Arne. Also ich bin's nicht übrigens. Also, aber mein Skype-Name ist ja auch frei zugänglich. Ich kann meinen Namen auf Skype adden. Bitte? Der ist, naja. Oh, oh, ich sehe. So, komm. Ja, gut, ich komm. Ja, ist gut. Ich fahr wieder als Letzter aus der Box raus. Ali, du bist echt ein Held. 10 Sekunden. Was kann ich dafür? Boxencrew, das bin ich raus. Also mit Bobby Car bist du, glaube ich, genauso schnell. Ja, das ist mein Alter. Da kannst du gern mal versuchen. Oh, da ist ja jemand rechts. Aber dem Ben Thor, was weiß ich, was da reingeschrieben hat, da könnt ihr mich auch gern drauf ändern. Das ist sowieso mein öffentlicher. Der European Racing League, Arne. Mhm. Den habe ich mir extra mal gemacht. Ey, aber du, ich könnte dich eigentlich ja mal adden. Ah! Ich merke nämlich gerade, ich habe dich gar nicht in meiner Kontaktliste. Gut. Oh, Moment. Bam! Bam! So. Ihr seht, also hier werden sogar während der Aufnahme Kontaktdaten ausgetauscht.
Ich hab ihn geaddet. Oh Mann, wie geht dieser Knopf nicht der richtige? Nein. So. Leichter Regen einsetzen wird. 10 Minuten. Bewahre die Kontenance. Ja. 15. Woo! Bin ich schlecht. Gut, dass also, das letzte Rennen werden. Und der Kobayashi. Letztes Mal lief's besser, würde ich sagen, ne? In Abu Dhabi. Wie viel da musst du werden? Das sehe ich gerade gar nicht. Dritter soll er werden. Also Dritter. Der was Übermenschliches. Dann herzlichen Glückwunsch. Ja, ne? Hackbox, Leute. Ja. Oh, da liegen Teile rum. Da hat jemand irgendwie seinen Frontflügel verloren. Was er machen. Und davon profitiere ich jetzt! Oh mein Gott! Er hat einen YouTube-Channel. Ich habe einen YouTube-Channel? Ah, was ist das denn? Von außen überholen, Wally. Eher durchs Gras durch. Nein, das ist nicht mein YouTube-Channel, ganz ehrlich. Nein, das ganz ist da ehrlich. Auch. Das ist er auch nicht. Das mit der EAL gehört hier nicht rein. So, und jetzt geht wieder in Vollbildmodus, damit ich den Quatsch nicht mehr sehe. So, wir sind noch einen Platz von den Punkten entfernt. YouTube Porno Paule, aha. Porno Paule? Kenn ich deinen YouTube-Channel? Kennt niemand. Das ist ja traurig. Ich kenn ihn. Wie heißt er da? Wie wird das ausgesprochen? Get Real Life Noob? Das ist auch. Ja. Da bin ich mir sogar 120% sicher. Ich könnte jetzt mal einposten und du sagst auch wieder, das ist er auch nicht. Ist er ja auch nicht. Nee, ist er auch nicht. Arne ist ein Mysterium auf YouTube. Er ist da, aber man weiß nicht, wer er ist. Wahrscheinlich ist er Gronkh. Er ist Gronkh und verstellt sich bloß. Also, wenn er Gronkh ist. Warte mal, soll ich das... Oh nee, fang jetzt nicht damit an, jetzt hier im Livestream und in der Aufnahme. Ja, hab ich auch nicht vor, das machen wir nach der Aufnahme. Was, Kohle, oder? Nee. Nein. Arne hat letztens mal eine Bank angerufen. War es eine Bank? ja, das war nicht nur eine Bank, das war auch real und so. Alles, was so an 08 nette Nummern gibt. Hat er damit angerufen. Schön, da ist ein... Selbst programmiert. Walitzki, ich muss dir einfach mal einen Post vorlesen, weil der so gut zu deinen Zuschauern passt. Also wie sie sich für dich einsetzen. Benny 1992 schreibt... Scheiße, ich muss kacken, aber wenn ich jetzt... Hier ist das Rennen zu Ende. Ich halte aber jetzt noch 10 Minuten auf. 10 Minuten sind's nicht mehr. Ja, 6 grob überschlagen. Genau, ihr müsst alle durchhalten. Also die Raiffeisenbank ist es nicht. Ansonsten das nächste Mal mit Windeln an den PC setzen, dann passt das. Also Wally hat's gestern auch geschafft. Wie lange sind wir denn? 3/4 Stunde oder so, ne? Ne, wir sind auch gestern 100% gefahren, ne? Ja, deshalb, 3/4 Stunde hast du es geschafft, ohne aufs Klo zu gehen. Ja, obwohl ich eigentlich musste aufs Klo. Ja. Ich glaube, ich sollte auch irgendwann mal einen Livestream machen, das ist lustig. Das ist cool. Du meinst, weil es auch unterhaltsam ist, ne? Ja, es ist unterhaltsam, es ist cool. Man hat so den direkten Impact von der Community und so. Ja. Oh. Du kriegst direkt gesagt, wenn jemand kacken muss oder nicht. Du kriegst direkt gesagt, wer wen gefällt hier. Da ist ein ziemlicher Leon-Fanboy bei, der will, dass ich meine Livestreams dann auch mit Leon mache. Leon darf mich dann immer anmoderieren. Aber fahr bloß nicht Formel 1 mit dem Damen. Also. Ich weiß zwar nicht, wie Rio Formel 1 fährt, aber... Noch fährt er gar nicht Formel 1, glaube ich, ne? Noch fährt er gar nicht? Noch fahre ich gar nicht Formel 1, nee. Ich habe es zwar immer noch hier zu liegen und mein Lenkrad funktioniert jetzt auch, aber ich habe es noch nicht angefangen. Rio, möchtest du Werbung in eigener Sache für dich machen? Nein, ich mache keine Werbung in eigener Sache für mich. Aber du kannst auch sagen, was da als nächstes Let's Play ist, wovon du vorhin eine Aufnahme gemacht hast.
Skyrim. Skyrim. Das liegt gerade sogar noch hoch, ja. Das ist ein ganz besonderes Let's Play, weil das wird so mit Safe Games, dass ich die quasi verteile und dass die Zuschauer mit mir zusammen das Spiel erleben können. Das wird bestimmt ganz unterhaltsam. Ich freue mich da schon ziemlich drauf. Also, darf ich noch mal kurz was sagen? Du darfst die ganze Zeit was sagen, klar. Also, da wir hier so ganz nette Fans haben, die hier meinen, so eine Links von irgendwelchen YouTube-Channeln, die wir nicht mögen oder auch nicht haben wollen, hier rein zu posten, es reicht. Und Leon braucht länger, ja? Zum Geschäft erledigen. Besonders weil Leon auch mehrmals am Tag auf Toilette geht, so. Oh, guck mal, das ist sogar... Ich glaube, er war heute noch nicht einmal. Es sind sogar Leute in deinem Livestream, die mich schon kennen. Hallo, ihr Lieben. Das freut mich. Wer ist Leon? Er ist Gott. Mein Channelname wurde schon ein paar Mal gepostet. So, ich poste ihn jetzt. Hax. Du postest ihn jetzt? Da wurde er doch auch schon gepostet. Ja, okay, dann ist er. Also, oder? Der den Get Real Life Loop dahin schreibt, das ist auf jeden Fall nicht der Richtige. Den Get Real Life Loop, wo ist er denn? Ja, das ist so. Der immer denselben Link da reinmacht. Racing. Ja, ja. So, jetzt bleibt sie mich hier. Nein, das ist vorbei. Nein, ich dreh mich. Doch nicht. Also, Danny 1992. Sehr interessant. Hä? Wo denn? Was denn? Der schreibt, Leon ist die Freundin von Wali. Ach so. Jetzt. Ja, ich bin der männliche Part in unserer Beziehung. Das wollte ich eigentlich gerade erwähnen. Bist du dir da auch sicher? Ja, wurde doch schon bestätigt da. Leon ist die Freundin. Ach so. So, ach so. Und es wird nass, nass, nass. Ich weiß nicht, ob ich noch meinen 10. Platz nach Hause bringe. Ich bin wohl das Kind und Rio ist der Neffe. Sehr interessant. Also nur so nebenbei. Ich bin älter als Leon, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Du wurdest schon in seinen Gedanken... Egal, das wird zu abstrus. Das wird aber komisch. Also es gibt nur einen, die PC-Aufschrauber. Ne? Es gibt nicht zwei oder so, es gibt nur einen. Weil er sieht sich immer in zweiter Person, oder? Ja, ich hab gerade ein bisschen am Grammatik rumzumeckern. Achso. Gerade ist er mal so ein bisschen pingelig. Ja, ich hab heute so meine pingelige Seite. Boom, Boom, Euler, der Kanalname wird die ganze Zeit schon geschrieben. Rio Cut LP ist mein Kanalname. Es wurde sogar schon ein Hinweis gegeben, dass der gute Wali auf meinem Kanal auch vertreten ist. Ein fester Bestandteil. Minecraft. Ja, genau. Wir spielen zusammen Minecraft. Oh, auf einem schönen Server. Ich habe so ein bisschen mit... Oh, Alonso hat gewonnen. Nein, bitte, Dave Rester, du gehst jetzt nicht hier noch vorbei. Ich verteidige alles. Ich könnte natürlich jetzt auch Glock spielen und jemandem verhelfen, Weltmeister zu werden, der nicht mehr Weltmeister werden braucht. Barley, bist du noch Jungfrau? Nein, ist er nicht. Das wurde vorhin doch erst scharfsinnig dargestellt. Dass Wali mit Leon und Arne halt das Kind ist und so. Ach so, stimmt, ja. Ja, weil es nicht so ganz möglich ist, aber ist ja auch egal. Und jetzt haben wir einen ultimativen Lag zum Ende des Rennens, aber das ist vorbei, denn wir haben es geschafft. Jetzt überholen sie dich da noch an der Seite fest. Nein, ich habe 3 Plätze verloren. Nein. So, Wali, Glückwunsch zur ersten Saison, die du durchgezockt hast. Oh ja. Oder durchgesuchtet oder wie auch immer. Durchgesuchtet? Eigentlich nicht wirklich durchgesuchtet. Hättest du durchgesuchtet, wäre sie, glaube ich, schon in einer Woche durch gewesen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Staudi, was ist los? Und ich bin Dritter geworden. Chaka. Also, Henne 1, 2, 3, 4, das weiß ich nicht. Das will auch so genau, glaube ich, keiner jetzt wissen. So, gucken wir uns mal an. Die Tabelle. Vettel auf 1, Alonso 2, ich Dritter, 4. Webber, 5. Hamilton, 6. Massa, 7. Button, Rosberg, Schumacher, Petrov, Heidfeld, Kobayashi, Perez, Buemi, die Reste, Alessio, Harry, Barrichello, Sutil ist schlecht, hat gar keinen Punkt gut die Saison.
Oh, der ist richtig schlecht. Super. Ja, und der Rest ist ja bekannt. Und wir haben auf Platz 4 die Konstrukteurs-WM abgeschlossen. Da möchte jemand, dass wir seinen Namen nennen. Wollen wir es einfach mal machen, ne? Ja, wo denn? Wer, wie, wo? Sagt mein Name im Livestream bitte nur einmal. Nein, das machen wir auch nicht, Senior Raul. Nein, das ist sehr ungezogen. Meine Güte. Also das wäre auch ein großes Problem, da Wally und ich so ein Stückchen auseinander wohnen. Ja, und jetzt, ja gut. Ja, du kannst mich vormauern, wie du willst, ich verewige nicht jetzt ja nicht mehr für Williams. Ist mir egal. Ja, und jetzt schicken sie die Kamera raus, weil sie mich verprügeln wollen eigentlich immer. Hey, Wally, du hast ehrlich schon Abonnenten. Ich weiß, ne? Ja. Lauter versäute Leute hier. Ja, Wally wird sich, glaube ich, jetzt erstmal überlegen, ob er überhaupt nochmal einen Livestream machen wird. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Wir haben noch eine E-Mail. Vertragsangebot von Sauber. Ich schreibe mein Herz. Nee, zu Ferrari kann ich nicht gehen. Ferrari gibt's nicht. Ferrari gibt's schon, aber du hast keinen Vertrag für genau, dich. Also ich habe keinen Vertrag bekommen. Aber ich bin jetzt ganz gemein und beende jetzt hier die Aufnahme. Und falls wir eine zweite Saison machen, werdet ihr sehen, welches Team wir machen. Also schon ein bisschen gemein. Und ach, ja, du hast mal, es ja nicht verraten, ne? Wie soll ich das verraten? Ich habe ein Herzflut losgespammt. Aber da wusste ja nicht, dass ich noch noch von Sauber ein Angebot kriege. Ach so, okay, du fährst ja. Okay. Ach, wow, Mann, ich habe das ja vorhergesehen. Ich habe gesagt, nimm Sauber an. Das war's. Jetzt. Bäm. Sauber. Passt. Ja. Nee, wir gehen jetzt hier raus. Ich beende jetzt hier die Aufnahme und wir werden Sven dann sehen, wenn eine neue Saison anfängt. Wenn sie denn anfängt. Und das werdet ihr sehen. Leute. Denn da steht jetzt bei F1 2011, zweite Saison. Abstimmung. Gut. Nein, tut mir leid. Okay, ich bin jetzt ruhig. Ich sage jetzt einfach mal ciao und Dankeschön, dass ihr euch die erste Saison anguckt habt von Let's Play F1 2011. Und ihr beiden könnt auch noch ciao sagen, wenn ihr wollt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.